Dann rufen wir auf den Punkt 80, Aktuelle Stunde. FDP, Volkskrankheit, Endometriose endlich anerkennen. Hessen braucht eine Strategie. Das macht die Kollegin Wiebke Knell. Wiebke, bitte. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich zitiere: Meine Geschichte mit Endometriose musste wahrscheinlich schon mit der ersten Menstruation begonnen haben. Damals war ich 13 Jahre alt. Ich litt unter fürchterlichen Schmerzen, Übelkeiten und Durchfall, fiel oft in Ohnmacht, musste immer wieder von der Schule abgeholt werden. Ich nahm es so, wie es war, und alle Gynäkologen waren sich einig, es wird nach der Schwangerschaft besser. Zitat Ende. So, meine Damen und Herren, schildert es eine Endometriose-Betroffene ihre Erfahrung mit der Krankheit als junges Mädchen. Und trotz aller Aufklärung gibt es heutzutage wahrscheinlich kaum ein größeres Tabu als das Periodentabu. Wir reden nicht über Menstruation, wir reden nicht über die Beschwerden, die Menstruierende monatlich ertragen, und wir reden auch nicht über die damit verbundene Stigmatisierung und Diskriminierung. Dabei sind Frauen die Benachteiligten unserer Gesellschaft, weil sie unter diesen Folgen leiden. Die Folgen sind real. Und wir haben Endometriose zur Aktuellen Stunde gemacht, denn am 29. September ist Tag der Endometriose. Und jede zehnte Frau in Hessen leidet darunter. Endometriose bezeichnet gutartige Wucherungen, die sowohl in als auch außerhalb der Gebärmutter auftreten können. Und oftmals verursachen sie große körperliche Schmerzen. Die Leiterin der Beratungsstelle der Endometriose-Vereinigung Deutschland, Andrea Franke, nennt hier eindrückliche Zahlen. 51% von Frauen mit Endometriose berichten von Problemen am Arbeitsplatz. Die Hälfte davon aufgrund von Fehlzeiten wegen der Endometriose. 50% der Betroffenen berichten auch von Problemen in der Partnerschaft, und 10% trennten sich infolgedessen auch von ihren Partnern. Fast ein Drittel der Endometriose-Patientinnen leidet an schweren bis moderaten Angststörungen. Und 16,7% berichten von einer schweren bis moderaten Depression. Und wenn ich mit anderen über das Thema rede, dann gibt es typischerweise zwei Reaktionen. Entweder sagt mein Gegenüber: Endo was? Endometriose kommt häufiger vor als Diabetes Typ 2, und dennoch ist sie weniger bekannt. Oder wenn man mit anderen spricht und man über die Krankheiten, beispielsweise die Symptome, spricht, berichten mir viele Frauen, dass sie entweder selbst von Endometriose betroffen sind oder in ihrem näheren Umfeld mehrere Frauen kennen, die daran leiden. Und obgleich 10% aller Frauen an Endometriose leiden, wird kaum dazu geforscht. Es gibt zu wenige Behandlungsmöglichkeiten, und Betroffene leiden nicht nur unter Beschwerden, sondern auch an dem fehlenden Bewusstsein für die Krankheit in der Gesellschaft. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich die Arbeit von Verbänden und Forschern loben, die hier Pionierarbeit leisten und oftmals auch der einzige Ansprechpartner für Betroffene sind. Dazu zählt die Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V., aber auch Ärzte wie Prof. Tinneberg von der Universität Gießen. Ich hatte bereits die Gelegenheit, mich sowohl mit Herrn Tinneberg als auch mit Vertreterinnen der Endometriose-Vereinigung auszutauschen und von ihnen auch zu lernen, wie wir Betroffene durch politische Maßnahmen besser unterstützen können. Endometriose betrifft nämlich nicht nur jede zehnte Frau. Ein weiteres Problem ist, dass im Durchschnitt der Diagnosezeitraum mehr als 7 Jahre beträgt. Und die Ursache der Erkrankung ist weiterhin unbekannt. Und dieses Unwissen betrifft z. B. auch Paare, die schwanger werden wollen. Denn auch wenn Endometriose nicht automatisch zu Unfruchtbarkeit führt, kann sie das Schwangerwerden sehr erschweren. Und bisher konnte auch noch nicht geklärt werden, woher die Verbindung zwischen Endometriose und Fertilitätsproblemen kommt. Jetzt frage ich Sie, was muss denn passieren? Wir Freie Demokraten, wir fordern eine Strategie für Hessen. Erstens braucht es mehr Forschungsgelder zur Erforschung der Krankheit, insbesondere zu den Ursachen. Und wir reden hier von Grundlagenforschung. Zweitens sind bessere Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Aktuell können Betroffene nur zwischen Schmerzmitteln, einer Hormonbehandlung oder einer operativen Behandlung wählen. Und drittens fordern wir auch ein umfassendes Screening beim Frauenarzt einzuführen. Denn wenn jede zehnte Frau betroffen ist, dann muss jede Frau automatisch auch untersucht werden. Und viertens fordern wir eine flächendeckende Aufklärungskampagne.
Das Thema Endometriose muss in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten wie auch in den Sexualerziehungsplänen an den Schulen stärker verankert werden. Mir ist das Thema Endometriose nicht nur wichtig, weil ich sehe, wie viele Frauen davon betroffen sind und daran leiden. Mir ist auch das Thema wichtig, weil ich die Tabuisierung der Periode nicht länger akzeptiere. Deswegen fordere ich, deswegen fordern wir als Freie Demokraten die Landesregierung auf, hier endlich tätig zu werden und eine hessische Strategie Endometriose zu entwickeln und umzusetzen. Danke. Vielen Dank, Kollegin Knell. Jetzt kommt die Frau Kollegin Nadine Gersberg, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt Krankheiten in Deutschland, die Millionen von Menschen betreffen und von denen kaum jemand etwas weiß. Und einer dieser Krankheiten ist die Endometriose. Das Schlimme daran ist, dass nicht nur viele Menschen in der Gesellschaft wenig von dieser Krankheit wissen, sondern auch wenige Menschen im Gesundheitswesen davon wissen. Frau Knell hat es schon angesprochen. Allein die Feststellung, dass jemand Endometriose hat, kann Jahre dauern. Manchmal wird es gar nicht festgestellt. Da unterdrückt man lieber das komplette Hormonsystem einer Frau, indem man die Pille verschreibt, oder man verschreibt lapidar ein paar Schmerzmittel. Und Frau Knell hat ein Beispiel genannt. Ich möchte ein weiteres nennen. Das Beispiel von Lara. Ich kenne sie persönlich. Sie hat ihre Periode mit 11 Jahren bekommen und hatte von Anfang an ganz extreme Schmerzen, und zwar Schmerzen, die bis zur Ohnmacht führten regelmäßig, als 11-jähriges Mädchen. Ihre Mutter geht mit ihr zur Gynäkologin. Er sagt ihr, sie sei anscheinend eine sehr schmerzempfindliche Person und verschreibt ihr schwache Schmerzmittel, die natürlich nicht helfen. Sie fällt zwar nicht mehr in Ohnmacht, aber sie liegt immer noch 5 Tage schweißgebadet im Bett. Sie kann nicht zur Schule gehen, sie kann kaum was essen, sie kann nicht am Basketballtraining teilnehmen, und sie verliert an Gewicht. Mit 14 Jahren versucht die Mutter wieder, sie gehen wieder zu einem anderen Gynäkologen. Er will ihr mit 14 die Pille verschreiben. Laras Mutter hält das für zu früh, und ihr Leiden geht weiter. Mit 16 bekommt sie nach starkem Insistieren der Eltern endlich eine Bauchspiegelung, und tatsächlich, es werden Endometrioseherde festgestellt, und sie werden entfernt. Lara ist sehr glücklich, denn jetzt hat sie endlich schwarz auf weiß, dass sie sich diese Schmerzen nicht nur einbildet, sondern dass diese Schmerzen existieren. Und die Schmerzen sind tatsächlich jetzt erst einmal weg nach der Entfernung. Aber nur wenige Monate später sind die Herde wieder da, sind die Schmerzen wieder da. Später nimmt sie doch die Pille, 10 Jahre lang. Dann möchte sie Kinder bekommen. Aber es klappt und klappt nicht. Und die Ärzte und Ärzte sind völlig ratlos. Sie hat doch einen Eisprung. Beim Partner ist alles in Ordnung. Keiner weiß, woran es liegt. Später hat sie eine Kinderwunschbehandlung. Das Resultat sind 2 Fehlgeburten. Außerdem ist sie inzwischen abhängig von sehr hohen Dosen starker Schmerzmittel jeden Monat. Es gibt Frauen, die haben Endometriose und die haben keine Schmerzen. Aber auch dort ist es dramatisch, denn die haben große Herde und die können die Organe verdrängen. Wenn dann nichts unternommen wird, kann es sogar lebensgefährlich werden. Man geht davon aus, dass jede 10. Frau, also zwischen 6 und 15 %, Endometriose hat. 40.000 Neuinfektionen pro Jahr. Und wenn man diese Spanne sieht, 6 bis 15 %, sieht man schon, dass die Forschung eigentlich nichts weiß. Also da ist so eine große Spanne, und niemand kümmert sich so wirklich darum. Was mir noch wichtig ist, zu sagen, dass Endometriose auch auftritt bei einer Hysterektomie, bei Transgender- und nicht-binären Menschen. Wir haben auch einen Antrag zur Endometriose gestellt. Der wurde letzte Woche abschließend im Ausschuss Wissenschaft und Kunst behandelt. Und da haben wir gefordert, dass Hessen eine Vorreiterrolle übernimmt, ähnlich wie Sie das fordern, und ein Förderprogramm aufsetzt für ein Sonderforschungsprojekt Endometriose. Aber leider möchte das Land Hessen kein Vorreiter sein auf diesem Gebiet. Endometriose ist nämlich ein typischer Fall eines Gender Data Gaps. Da ging es auch bei uns im Antrag darum, dem Mangel an weiblicher Daten in der medizinischen Forschung. Ein Mangel, der besteht, weil zu wenig weibliche Daten erhoben werden. Und wir wollten, dass Hessen zur Schließung dieser Lücke beiträgt. Die Ampelkoalition auf Bundesebene hat sich das vorgenommen, aber natürlich müssen auch die Länder mit ihrer Wissenschaftspolitik dazu beitragen. Applaus
Ich möchte an dieser Stelle die Mädchen und Frauen da draußen, vielleicht auch auf der Tribüne, zurufen. Es ist nicht normal, dass Sie jeden Monat schwere Schmerzen haben. Das ist nicht normal. Es liegt daran, dass sich zu wenig Menschen für eure Probleme interessieren, weil ihr Mädchen, weil ihr Frauen seid, weil eure Hormone ihnen zu kompliziert sind und ihre Auswirkungen zu teuer für die Forschung. Das ist institutionelle Diskriminierung von Mädchen und Frauen, die Hälfte unserer Gesellschaft. Nennen wir es beim Namen. Es ist ein Skandal, wie fahrlässig wir mit dem Leben von Frauen umgehen. Und es wird Zeit, dass wir daran etwas ändern. Die SPD ist dazu bereit. Vielen Dank, Kollegin Gersberg. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Ja, herzlichen Dank an die FDP-Fraktion, dass Sie die Parlamentarierinnen auf die häufigste Krankheit, die Frauen betrifft, aufmerksam machen. Das ist ja, Sie haben es gehört, eine tatsächlich jahrelang unerkannte Krankheit, die allerdings ungeheure Schmerzen verursacht und Frauen unfruchtbar machen kann. Und ich gehe davon aus, dass der Aufklärungswille der Aktuellen Stunde das Ziel hat, Frauen und Ärztinnen, Frauen und Menschen mit Gebärmutter und Ärztinnen auf diese Krankheit hinzuweisen. Das ist sicher ehrenhaft. Und es ist wirklich bedenklich, dass diese Erkrankung, die 2 Millionen Menschen in Deutschland betrifft, so viel wenig Aufmerksamkeit erfährt. Jetzt gibt es in Großbritannien erste Erkenntnisse zu den Ursachen. Als nächstes ist es aber notwendig, über konkreten Diagnosen und Behandlungen zu forschen. Und es ist wirklich beschämend, wenn das stimmt, dass nur 20.000 € im Jahr sind in Deutschland, wofür die Forschung pro Jahr eingesetzt werden. Es gibt augenscheinlich kein Interesse der Pharmaindustrie, zu dieser Erkrankung und zur Behandlung zu forschen. Das scheint keinen Profit zu versprechen, da lässt man lieber die Finger davon. Und solange die Frauen mehr und mehr Schmerzmittel mangels Alternative nehmen müssen, verdient die Pharmaindustrie sogar noch daran. Das zeigt doch einmal sehr deutlich, wie schädlich es für die Gesundheit von Menschen und besonders von Frauen ist, wenn Forschung und Produktion von Arzneimitteln Privatwirtschaft organisiert wird. Und Kolleginnen und Kollegen von der FDP, der Medizinproduktemarkt regelt offensichtlich nicht alles, wenn die Mehrheit der Bevölkerung dort weitgehend ausgeblendet wird. Erschreckend ist es besonders, weil es sich hier um eine Erkrankung von Frauen bzw. Menschen mit Gebärmutter handelt. Und den oftmals jungen Frauen wird gesagt, mach nicht so viel Aufheben um deine Menstruationsschmerzen. Das ist ja, ich denke, alle Frauen haben das schon einmal gehört, junge Frauen, ältere Frauen, das ist einfach so, das muss man hinnehmen. Wenn man mal Kinder kriegen will, muss man einfach auch Schmerzen ertragen müssen. Und das ist das Perfide in dieser Diskussion, dass Frauen diese Rolle zugesprochen wird und dass ihre Befürchtungen, Bedenken, ihre Schmerzen überhaupt nicht ernst genommen werden. Und das ist wirklich der Skandal darin. Das sieht man, wie wenig dieses Gesundheitssystem auf Frauen, Menschen mit Gebärmutter eingerichtet ist, dass es immer noch männerdominiert ist und dass wir dringend eine Gendermedizin brauchen. Eine gendergerechte Medizin, die tatsächlich die Bedürfnisse von Frauen und anderen Gruppen tatsächlich auch in den Blick nimmt und nicht nur nach den anscheinend normalen Männern sich orientiert. Aber nicht umsonst gibt es ja hier Petitionen mit Hunderttausenden Unterschriften, die eine nationale Endometriose-Strategie fordern.
Jetzt zur Frage, die FDP fordert ja eine hessische Strategie. Sie haben im März diesen Jahres einen Antrag gestellt. Der ist von der Tagesordnung abgesetzt, wurde aber bisher im Ausschuss auch nicht behandelt. Und da frage ich mich wirklich, warum haben Sie heute die Aktuelle Stunde? Warum diskutieren wir nicht über Ihren Antrag? Wegen dem Jahrestag ist das der Grund? Oder das habe ich jetzt noch nicht verstanden, aber vielleicht können Sie uns dazu auch noch einmal was sagen. Und was denke ich, Sie haben ein paar Vorschläge gemacht, was in Hessen passieren soll. Eine Aufklärungskampagne ist auch in Ihrem Antrag drin. Das, ich sehe tatsächlich als notwendig an, dass man eine nationale Strategie hier fährt. Und das sollten Sie aber bitte auch Ihrer Bundestagsfraktion mitteilen, dass es sich auf den Weg macht und den Gesundheitsminister davon begeistert. Und Hessen kann sicher dazu etwas beitragen, aber in vielen Dingen ist es auch notwendig, dass das auch auf Bundesebene passiert, wenn ich auch denke, dass es notwendig ist, hier auch in der Ausbildung und in der Hochschule das Thema stärker zu verankern. Und ich kann Ihnen sicher noch einmal sagen, es gibt sicher noch ein paar andere Themen. Ich fände es gut, wenn wir öfters über Frauengesundheit hier im Landtag reden würden. Da gibt es die Ideen zu den Forderungen zu kostenfreien Menstruationsprodukten in allen öffentlichen Einrichtungen, Verhütungsmittel als Kassenleistung, die flächendeckende Versorgung bei Schwangerschaftsabbrüchen, der Abschaffung des 218 und so weiter. Ich denke, das sind alles Themen, die sind wichtig, und ich freue mich auf weitere Diskussionen zu dieser Angelegenheit. Danke schön. Vielen Dank, Kollegin Böhm. Jetzt hat das Wort die Abg. Claudia Ravensburg, CDU-Fraktion. Claudia. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! An Endometriose zu erkranken, das bedeutet für die betroffenen Frauen oft ein schlimmes und ein fürchterliches Leiden. Noch immer ist die Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut oft viel zu spät erkannt. Die Vorrednerinnen haben es erwähnt, und da stimme ich völlig zu. Und ich bin auch dankbar für die Beispiele, denn die Therapie darf eben nicht viel zu spät anfangen. Die betroffenen Frauen haben ein Leben voller Schmerzen, verbunden mit hoher psychischer Belastung, auch in der Partnerschaft, aber auch leider oft mit unerfüllten Kinderwunschvorsicht. Verbunden ist die Krankheit auch mit psychischer Belastung in der Öffentlichkeit, in der Schule oder am Arbeitsplatz, denn man redet nicht darüber. Das ist ein Thema, das tabu ist. Nicht-Betroffene kennen deshalb auch die Erkrankung gar nicht. Die Dunkelziffer ist hoch. Allein in Deutschland gibt es etwa 40.000 neue Fälle pro Jahr. Erst im vergangenen April fand ein intensiver Austausch auch meiner Fraktion mit der Endometriose-Vereinigung Deutschland zu diesem Thema statt. Die gesellschaftliche Aufklärung über Endometriose muss deshalb nämlich erhöht werden. Wir sind der Meinung, dass das Wissen über das Krankheitsbild frühzeitig, sogar bereits in der Schule, vermittelt werden sollte. Und der Gedanke, das im Lehrplan Sexualerziehung aufzunehmen, das finde ich eine gute Anregung. Und da sollten wir dieses Mittel nutzen, um zu sensibilisieren, gleich in der Schule. Junge Frauen müssen wissen, warum sie so starke Menstruationsbeschwerden haben. Und die Mitschüler sollten wissen, was so eine Erkrankung für die jungen Mädchen bedeutet. Und auch Lehrer müssen die Krankheit kennen, damit sie damit richtig umgehen können. In Ihrem Antrag, liebe Kollegen von der FDP, haben Sie die Intensivierung der Forschungsförderung angesprochen. Hier haben Sie aber auch schon eine Kleine Anfrage gestellt und eine ausführliche Antwort über die erheblichen Forschungsaktivitäten im Bereich Endometriose an hessischen Universitäten von unserer Staatsministerin Angela Dorn erhalten. Die Antwort gibt auch eine genaue Information über die Berücksichtigung der Endometriose in der Lehre und eine Information über die 48 Fachzentren in Hessen. Über eines sind wir uns sicherlich einig. Endometriose benötigt größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.
Denn die Betroffenen leiden oft auch gerade an der mangelnden Akzeptanz ihrer nicht wissenden Umgebung, die das als kleine Erkrankung wie Erkältung abgibt. Dennoch hört dieses Thema auch auf die Bundesebene. Das ist kein hessisches Thema alleine, sondern das ist ein bundesweites Thema. Und so war es auch zu Zeiten der Großen Koalition mit einem Bundesgesundheitsminister von der CDU. Unsere CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat deshalb eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet, um herauszufinden, was die Bundesregierung denn plant. Im Koalitionsvertrag der Ampel findet sich nämlich leider keine besondere Erwähnung. Wir brauchen nämlich eine bundesweite Strategie wie in Frankreich oder auch in Australien, um Diagnosen zu beschleunigen und die Versorgung zu verbessern. Schließlich macht eben diese Erkrankung vor Bundesländergrenzen nicht Halt. Eine Strategie, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach dringend zur Chefsache machen sollte. Und da haben Sie doch Einfluss, liebe Kollegen von der FDP, oder etwa nicht. Hessen wird eine solche Strategie sicherlich engagiert begleiten und bis dahin mit den hessischen Hochschulen weiter durch Aufklärung in der medizinischen Ausbildung informieren und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Förderung von Forschungsvorhaben an den Universitäten unterstützen. Die Ampelregierung in Berlin muss Verantwortung übernehmen und Endometriose als lebenseinschränkende Krankheit anerkennen, anstatt mit dem Finger auf die Länder zu zeigen. Wir würden uns wünschen, liebe Kollegen von der FDP, der eigenen Regierungsverantwortung hier gerecht zu werden, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen. Das wird den jungen Frauen sehr viel helfen, und unsere Unterstützung haben Sie. Danke. Vielen Dank, Kollegin Claudia Ravensburg. Jetzt kommt die Frau Abg. Katrin Anders, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte Ihnen gerne eine langjährige Endometriose-Leidensgeschichte erzählen, die exemplarisch steht für viele Frauen, die das in Europa und weltweit erleben müssen. Seit dem 15. Geburtstag sind monatliche Schmerzen und auch Menstruationsschmerzen ständiger Begleiter. Krämpfe, Magen-Darm-Infekte, Migräneattacken pünktlich zum Eisprung, Rückenschmerzen und ein geschwächtes Immunsystem sind Symptome der chronischen Schmerzerkrankung der Gebärmutter. Immer wieder gibt es Krankenhauseinweisungen wegen ungeklärter Schmerzen und deutlich erhöhten Entzündungswerten. Alle Untersuchungen bleiben ohne Diagnose und damit ohne Therapie. Die beiden ersten Schwangerschaften sind geprägt von monatelangen stationären klinischen Aufenthalten, weil beides Mal eine Frühgeburt droht und jede Bewegung die Geburt provozieren könnte. Die Geburten sind beides Mal eine große Erleichterung und ein großes Glück. Doch sie machen auch stutzig, denn die gefürchteten Schmerzen einer natürlichen Geburt unterscheiden sich kein bisschen von den Schmerzen, die monatlich ertragen werden müssen. Die Geburten ein Spaziergang zu dem, was sonst regelmäßig erfahren wird. Nach einer Fehlgeburt, einem weiteren unerfüllten Kinderwunsch, kommt kurz vor dem 30. Geburtstag, also 15 Jahre später, endlich die Diagnose: schwere Endometriose. Plötzlich macht vieles Sinn. Plötzlich gibt es eine Erklärung für die jahrelange Odyssee. Aber die Optionen zur Behandlung lassen nicht viel Hoffnung auf Besserung. Diese Geschichte ist meine eigene Geschichte, und sie deckt sich mit dem Leid so vieler anderer Frauen. Diese Geschichte ist meine Lebensgeschichte, und die Endometriose ist zu meinem ständigen Begleiter geworden. Durchschnittlich braucht es etwa
10 Jahre, bis Frauen eine Diagnose erhalten. Durch die vielfältigen Symptome wird eine sichere Diagnostik oft erschwert. Die unheilbare chronische Schmerzerkrankung der Gebärmutter betrifft jede 10. Frau, und die wenigsten wissen davon. Deswegen brauchen wir mehr Sensibilisierung, mehr Informationen für Betroffene und Weiterbildung für Medizinerinnen. Wir brauchen mehr Therapiemöglichkeiten. Deswegen müssen wir lauter werden und dürfen Schmerzen und Leid und auch Menstruation nicht tabuisieren. Aber vor allem möchte ich den vielen jungen Frauen von hier aus sagen, regelmäßige Schmerzen, teilweise bis zur Bewusstlosigkeit, sind nicht normal. Schmerzen, die mehrere Tage im Monat zu Arbeitsunfähigkeit führen, sind nicht normal. Aber vor allem möchte ich all diesen Frauen sagen, man muss all das nicht im Stillen ertragen. Man kann sich Hilfe suchen und Hilfe bekommen. Ich bin froh, dass wir in Hessen bereits die Forschung zur Endometriose verstärkt haben, dass wir an 3 Standorten in Hessen Forschungsaktivitäten haben. Wir haben viele Kinderwunschzentren mit Expertise. Wir haben viele Gynäkologinnen und Gynäkologen mit hoher Expertise. Und wir haben die Endometriose-Vereinigung, die ein wichtiger Ansprechpartner ist, mit Informationen, mit Kontakten. Und wir haben an einigen wenigen Stellen sogar schon Selbsthilfegruppen. Aber wir wissen auch, das allein reicht nicht, um mehr Frauen zu helfen und um Leid zu verringern. Es wird Zeit, dass Endometriose endlich als chronische Erkrankung anerkannt wird. Es wird Zeit, dass Kosten für die einzige Therapie, nämlich hormonelle Therapien, tatsächlich auch von den Krankenkassen übernommen werden. Es wird Zeit, dass die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises für besonders schwere Erkrankungsbilder erleichtert wird. Und all das ist die Aufgabe des Bundesgesetzgebers, und es muss dringend angegangen werden. Ich bin froh, dass wir hier heute in der Debatte sehen, dass es einen großen Konsens darüber gibt, dass wir auch in den Ländern etwas tun müssen, dass wir mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen. Das können wir im Lehrplan für die Sexualerziehung. Aber das geht natürlich auch, indem wir Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber intensiv darüber aufklären, was es mit dieser Krankheit auf sich hat und welche Folgen es eben für jede einzelne Frau bedeutet. Und ich möchte ganz eindeutig sagen, dass ich dieses Vorhaben unterstütze. Aber ich möchte auch ganz klar sagen, ich möchte bundesweite Medizinerinnen und Mediziner, die wissen, was im Fall zu tun ist. Ich möchte Frauengesundheit und frauenspezifische Erkrankungen besser in den Blick nehmen. Dafür brauchen wir eine nationale Strategie und nicht einen Alleingang einzelner Länder. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Ich wünsche mir mehr Frauen, die den Mut aufbringen, über ihr Leid auch zu sprechen. Und ich wünsche mir mehr Forschung für gendergerechte Medizin, und damit diese Krankheit eben nicht im Verborgenen bleibt und dass die Frauen von uns nicht alleine gelassen werden. Vielen Dank, Frau Abg. Anders. Jetzt hat das Wort die Frau Abg. Papst-Diebel, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Den Aufreger vorweg, den Begriff Menschen mit Uterus finden wir hier deplatziert. Die Diskussion können wir ja woanders führen. Jetzt zur Endometriose. Die Endometriose kann eine große Belastung für Frauen sein und bleibt oft lange Zeit unerkannt. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Und damit ist auch schon das größte Problem adressiert. Die betroffenen Frauen finden wenig und zu spät Hilfe. Frau Kollegin Knell, Sie haben das sehr eindrücklich geschildert. Frau Anders bitte auch schon.
Danke dafür. Es scheint auch bislang keine gute Studienlage gegeben zu haben, wenn man die Ausführungen der Endometriosevereinigung auf ihrer Homepage sichtet. Leider gibt es zu den dort genannten Studien noch keine Ergebnisse. Einige Studien laufen derzeit noch. In diesem Zusammenhang finden wir die Umfrage zur Endometriose im Medizinstudium sehr interessant, und auf die Ergebnisse darf man gespannt sein. Es gibt in Hessen 48 Kliniken, in denen Endometriose behandelt wird. Die Fallzahlen sind sehr unterschiedlich und zeigen auch noch einmal die Wichtigkeit einer wohnortnahen Versorgung im Bereich der Gynäkologie. Wie kommt es aber, dass Endometriosen so spät erkannt werden? An dieser Stelle sehen wir ein Problem darin, dass der Anfangsverdacht durch längere Gespräche erhärtet werden müsste und die sprechende Medizin zu gering vergütet wird. Das beinhaltet natürlich auch den interdisziplinären Austausch. Das gilt für den Bereich hausärztliche Versorgung und Gynäkologie, beides Anlaufstellen für oft unklare Beschwerden. Die Kollegen von den Freien Demokraten fordern nun eine hessische Strategie und weitere Forschung sowie Aufklärung zur Endometriose. Dem Forderungskatalog der Endometriosevereinigung soll entsprochen werden. Wir können den Forderungen nach mehr Aufklärung und der Aufstockung der Mittel für die Forschung zustimmen. Ursachen müssen erforscht und vor allen Dingen Heilungswege gefunden werden. Allerdings spricht sich die Endometriosevereinigung auch in einigen Punkten für die Umsetzung einer nationalen Strategie aus, zusätzlich auch für etliche Initiativen auf Landesebene bis hin zur Festschreibung der Thematisierung in Lehrplänen. Im Unterricht an sich sollten unserer Meinung nach zunächst die Grundlagen für normale Funktionen rund um das Thema Menstruation zu einer Sensibilisierung bei den Mädchen führen. So könnten frühzeitige Arztbesuche hilfreich stattfinden. Bei Beschwerden darf natürlich niemals diskriminiert werden. Die FDP fordert eine hessische Strategie Endometriose nach australischem und französischem Vorbild. In diesen Ländern gibt es jedoch nationale Strategien mit Umsetzung in der Fläche, in Medizin und Forschung. Und diese Länder hatten ganz andere und schlechtere Voraussetzungen bei der Hilfe für betroffene Frauen. Das haben unsere Recherchen ergeben. Bevor wir aber eine hessische Strategie beschließen, würden wir gerne auf die Ergebnisse einiger der ausgelobten Studien und Umfragen warten wollen und besonders Medizinstudenten und insgesamt die medizinische Forschung hören. Hier sind noch wertvolle Hinweise auf strategische Ansatzpunkte zu erwarten. Eine nationale Strategie würde ohnehin auf Landesebene umgesetzt, wie in Australien und Frankreich. Meine Damen und Herren, das Vorhandensein von Selbsthilfeorganisationen und die Schilderungen heute haben gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht. Hier findet sich die Expertise von Betroffenen, und diese muss zwingend bei der Erarbeitung von Strategien abgerufen werden. Da wir in Hessen eine andere Ausgangssituation als in Frankreich und Australien haben, eine bessere nämlich und noch wertvolle Informationen zu möglichen Strategieansätzen fehlen, verweisen wir hier auf die Bundesebene, wo ja auch die FDP derzeit großen Einfluss hat. Wir sind allerdings dankbar, dass die Kollegen der Freien Demokraten das Thema in den Landtag gebracht haben. Allein das war eine öffentliche Thematisierung, die vielleicht etwas bewirkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Babsibbel. Jetzt kommt für die Landesregierung der Sozialminister, Staatsminister Kai Klose. Bitte sehr. Nein. Herr Präsident, meine Damen und Herren! An Endometriose leiden in Deutschland Millionen von Frauen. Nach den Schätzungen des Robert-Koch-Instituts sind etwa 10 bis 15% aller Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter von Endometriose betroffen, und es treten jährlich 40.000 Neuerkrankungen auf. Dennoch, und das haben wir in der Debatte jetzt auch mehrfach völlig zu Recht gehört, handelt es sich um eine Krankheit, die trotz dieser weiten Verbreitung noch nicht tiefgreifend genug erforscht ist. Und
Medizinisch gesprochen handelt es sich bei diesen sogenannten Endometrioseherden um Zellverbände, die sich außerhalb der Gebärmutterhöhle angesiedelt haben, obwohl sie der Gebärmutterschleimhaut sehr ähnlich sind. Daraus resultieren wiederum Beschwerden, die teilweise sehr, sehr unterschiedliche Erscheinungsbilder auslösen. Und Sie haben heute ja hier auch sehr eindringliche Schilderungen dazu gehört. Ich will mich für diesen Mut zur Offenheit ausdrücklich bedanken. Dieses heterogene Erscheinungsbild hat aber auch zur Folge, dass Endometriose oft lange nicht erkannt wird. Wir wissen über die Ursachen der Erkrankung noch viel zu wenig. Sie sind wissenschaftlich nicht hinreichend geklärt. Deshalb gibt es bislang leider auch keine gezielte Heilbehandlung. Der bisherige Kenntnisstand kann aber zumindest dazu beitragen, dass der Verlauf der Krankheit durch Medikamente zum Stillstand gebracht oder die Symptome gelindert werden können. In manchen Fällen ist aber auch eine Operation angezeigt. Und in Ihrem Antrag aus dem März, Frau Knell, haben Sie ja gefordert, die Landesregierung solle dem Forderungskatalog der Endometriosevereinigung Deutschland e.V. folgen. Die allermeisten dieser Forderungen richten sich eindeutig an die Bundespolitik. Das haben einige Vorrednerinnen auch gesagt. Das ist auch deshalb logisch und sinnvoll, weil ja Forderungen wie die Einführung beispielsweise eines jährlichen Vaginalultraschalls als zuzahlungsfreie Kassenleistung eben nur bundesrechtlich im einheitlichen Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung geregelt werden können. Das Gleiche gilt für die Kostenübernahme für komplementäre Behandlungsansätze oder auch für bundesweite Forschungsprogramme oder Aufklärungskampagnen. Dennoch, gerade weil Endometriose eine so heterogene Erkrankung ist, weil das die Entwicklung einer einheitlichen Therapie so schwierig macht, wird daraus besonders deutlich, warum die weiterführende Forschung so wichtig ist. Und wir arbeiten auch in Hessen bereits intensiv an diesem Thema. Es gibt an den universitätsmedizinischen Standorten zertifizierte Endometriosezentren. Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Frankfurt verfügt über ein zertifiziertes Endometriosezentrum, ist international im Bereich Endometriosetherapie und Forschung gut vernetzt und baut ein akademisch profiliertes klinisches Zentrum auf. Die Frauenklinik des Universitätsklinikums Gießen-Marburg am Standort Gießen widmet sich bereits seit über 10 Jahren intensiv der Betreuung von Patientinnen mit Endometriose. Und in Gießen besteht mit dem klinisch-wissenschaftlichen Endometriosezentrum sogar ein Zentrum der höchsten Zertifizierungsstufe. Sie können daran sehen, dass Hessen in der Endometrioseforschung durchaus sehr aktiv ist. Das soll uns aber auch niemals davon abhalten, noch besser werden zu wollen. Und deshalb steht, wie bei vielen noch nicht hinreichend erforschten Erkrankungen, auch hier fest. Wir brauchen weitere Forschung, wir brauchen noch bessere Aufklärung. Auch die Behandlungsmöglichkeiten müssen weiter ausgebaut werden. Dafür brauchen wir aber zuvorderst die weitere intensive Erforschung dieser Erkrankung, um sie besser zu verstehen, um die Behandlungsmöglichkeiten darauf aufzubauen und so weiterzuentwickeln, dass den Betroffenen bestmöglich geholfen werden kann. Hessen wird dazu auch weiter gerne beitragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir sind am Ende der Aussprache zu dieser Aktuellen Stunde.